Das Osteoporose-Risiko lässt sich abklären. Fragen Sie Ihren Hausarzt. Er wird von Ihnen wissen, ob Sie erst gerade umgekehrt sind, ob Sie sich etwas gebrochen haben oder ob es auch in der Verwandtschaft Osteoporose gibt. Eine Abklärung lohnt sich. Das wäre es bei Check-up, das Gesundheitsmagazin. Auf Wiedersehen. Check-up, das Gesundheitsmagazin, ist Ihnen präsentiert worden von Hirslanden und Reha-Klinik. Der Teppichdoktor repariert Ihren Teppich mit größter Sorgfalt. Rufen Sie uns an. Kostenlose Heimberatung, Expertise und Abhol-Lieferservice inklusive. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Teppichdoktor.ch. Unterwäsche von Erotikmärkten ist nicht nur äußerst heiß. Sie kann auch äußerst angenehme Reaktionen auslösen. Ich bin ein Fan von Digital TV, weil immer was läuft. Tolle Programme für Kinder. Spannende Dokumentar- und Sportsendungen. Ich liebe Niki Nadi. Exzellente Diagnose. Und eine unglaubliche Auswahl an Serien und Filmen. All das können Sie jetzt auch haben. Digital TV von UPC Cablecom. Über 175 Kanäle. Jetzt ein Jahr zum halben Preis. Gleich bestellen. Der Rico versteht meine Bedürfnisse. Unglaublich scharf. Das Multitalent. Der Rico kann es beidseitig. Der Rico ist eine richtige Maschine. Täglich wird Ihnen präsentiert von Häusermann Automobil mit dem neuen Volvo V60. Hey ja Volvo, hey ja Häusermann. Und von Guidor Coiffeur. Haargenau richtig. Eischwalbe macht einen langen Frühling. Diese schmerzliche Erfahrung macht Frauenzunft in diesem Herbst. 2011 hat sie zum ersten Mal im offiziellen Umzug vom 6-Leuten mitlaufen. Jetzt haben die Herren von der Schöpfung für 2012 Gesellschaft zur Frau Münster wieder ausgeladen. Meine Damen und Herren, guten Abend zum Geschlechterkampf am 6-Leuten im Tele Zürich. Im Tagtäglich. Ich begrüße ganz herzlich bei uns. Die Regula Zwiefus ist die hohe Frau Münsterfrau, sie 2,5 Jahre im Amt, also Zunftmeisterin von der Frauenzunft. Und bei uns ist der Jörg Guggisberg, er ist der Zunftmeister Zunft zur Schmiede und ist der amtsälteste Zunftmeister, den es überhaupt gibt in Zürich. 6-Leuten 2011, historisch. Da war die Welt noch in Ordnung. Zum ersten Mal haben Frauen im offiziellen Umzug an der Spitze dürfen mitlaufen. Strahlende Gesichter, Blumen, Freude. Und überall der Tenor, jetzt haben wir es geschafft. Frau Zwiefel, hätten Sie am 11. April in den schlimmsten Träumen gedacht, dass das ein Eintagsflüge ist? Nein, das hätte ich tatsächlich nicht. Und zwar, weil die Bevölkerung auf die Bank aufgestanden ist und geklatscht hat und wir so viele Blumen bekommen haben, dass wir eine zusätzliche Wägele bestellen mussten. Und ich habe wirklich gedacht, jetzt ist es so fröhlich und so ein Fest für alle, das gilt. Es kann auch unterstrichen werden durch eine Interview-Aussage am 11. April, am Tag des 6-Leuten, hat Regula Zwiefel uns gesagt. Das heisst, dass die Zünfter uns akzeptieren und wertschätzen, was wir machen und auch ja, das jetzt honorieren. Und so sind wir gerne ein Teil des Umzugs. Sind Sie in einen Fall getappt? Nein, das glaube ich nicht. Es hat wahrscheinlich einfach nochmal eine Umfrage gegeben bei den Zünften. Und ich persönlich bin nach wie vor der Ansicht, dass es sehr viele Zünfte gibt, die uns gerne im Umzug hätten. Und wir werden ja nur teilnehmen am Umzug, nicht ein Teil sein vom ZZZ. Ja, ja. Und darum
Ja, also nicht ein Fall, aber enttäuscht sind wir schon. Gut, aber Sie haben doch gedacht, Sie hätten das Ticket gelöst eigentlich fürs ganze Leben. Und jetzt ist es ein Eintagsbillett ohne Retour gewesen, das Sie bekommen haben. Also Zunftmeister haben uns schon gesagt, es ist eine einmalige Einladung. Das muss man fairerweise sagen. Aber wir haben gedacht, mit dem bricht man es jetzt durch und kann weiterhin mitlaufen. Ich denke, das 6 Leute ist ja wirklich ein Fest für alle. Und in dem also Sinn, der Frust ist gross bei Ihnen? Ja, Frust, Enttäuschung, mehr so. Ja. Ist das auch kämpferisch? Oder sehen Sie sich schon wieder unter einem Joch und fühlen Sie sich in dieser Situation eigentlich schon wieder zu schlagen? Nein, ich glaube, jetzt ist es im Moment eher ein bisschen resignativ, was nicht wirklich viel besser ist. Ja, aber die alten Zürcherinnen, die haben gekämpft, die haben so Hellebarden gegriffen. Also, sie enttäuschen mich da von Zweifel. Also, wenn man resignativ ist, heisst noch nicht, dass man nicht weiterkämpft und nicht standhaft ist. Also, aber wir werden nochmal den Dialog suchen. Und ich glaube, die Bevölkerung hat danach wie abgestimmt und gesagt, die Frauen gehören zum 6 Leuten. Und das müssen ja Zünfter auch entgegennehmen. Also, Herr Guggisberg, haben die Zunftmeister ganz klar deklariert gegenüber der Frauenzunft, das ist einmalig, das ist eine Eintagsfliege, da gibt es nicht eine automatische Wiederholung 2.12 und 2.13. Das ist so, ich habe die Einladung persönlich überbracht. Die Regula Zweifel war damals auch dabei gewesen und wir haben ganz klar gesagt, wir laden da jetzt einmal ein. Ob das eine ständige Einladung wird, muss nachher die Basis entscheiden. Und die haben wir dann nachher auch mitreden lassen und das ist dann eigentlich zu dem Ergebnis kommen. Sie könnten in den Teppich beissen, dass Sie das jemals gemacht haben, die einmalige Einladung? Nein, ich glaube nicht. Wir Zunftmeister haben an einem Workshop gesagt, das wäre eigentlich Zeit. Workshop? Ja, ein Workshop. Gibt es Workshop in der Zunft? Ja, wir haben so 3-4 Sachen, die wir haben miteinander besprechen mussten. Und da hat man gesagt, ein Thema ist auch unser Verhältnis zur Gesellschaft zu Frau Münster. Und dort haben die Zunftmeister entschieden, wir laden die Gesellschaft ein, einmal an dem 6 Leuten, weil wir eigentlich mit ihren Tätigkeiten absolut kein Problem haben. Sie haben eine eigenständige Tätigkeit, zum Beispiel den mittelalterlichen Markt. Und das haben wir wollen, eine Art honorieren mit dieser Einladung. Also man kann feststellen, dass die Zunftmeister wesentlich fortschrittlicher sind als die Basis. Und sie sind von der Basis eigentlich dann eingeholt worden. Es war dann so, gewesen, dass man, wie das angekündigt worden ist, in allen Zünften Veranstaltungen gemacht hat. Also man hat sich wirklich mit dem auseinandergesetzt. Jede Zunft hat gemäss ihren Statuten dann auch abgestimmt. Mhm. Und am Schluss haben am Knabenschiessen dann Zunftmeister nach Instruktionen von ihren Zünften gestimmt. Und dort haben wir das Zweidrittelsmehrheit, die unsere Satzung für solche Beschlüsse vorgesehen, nicht erreicht. Also Sie sind eigentlich fast im gleichen Boot wie Frau Zweifel. Sie haben auch einen Schuh voll rausgezogen. Sie haben auch eine Niederlage als Zunftmeister. Ich weiss nicht, ob das eine Niederlage ist. Ich glaube eher, wir haben versucht, und wie das in der Politik auch so ist, dass das Parlament oder eine Regierung etwas entscheidet und nachher in die Volksabstimmung geht und vom Volk zurückgepfiffen wird. Ich glaube nicht, dass das eine Niederlage ist, sondern es ist vielleicht ein Zeichen, dass die Zeit für das nicht reif ist. Ja, Herrschaft, normal. Wie lange diskutieren wir jetzt über das Thema, Frau Zweifel? Seit 20 Jahren, 22 Jahre. Gut, natürlich in der historisch gesehen, in den grösseren Dimensionen, was ist schon 20 Jahre? Ja, aber man muss auch sagen, dass ein reiner Männerumzug ist auch erst 50 Jahre alt. Also bis zum Zweiten Weltkrieg haben die Frauen sind integriert im Umzug, haben mitgemacht. Sie waren nicht Teil von der Zunft, wie aber im Mittelalter schon. Aber dann nicht. Aber sie haben mitgemacht am Umzug. Und wir wollen ja teilnehmen am Umzug. Wir wollen einfach das Frühlingsfest mitmachen. Das ist das Ziel. Es hat eine Zweidrittelsmehrheit gebraucht. Warum das? Weil unsere Satzungen das so vorgesehen. Und man kann sagen, das Resultat hat sich sehr von den Ja- und Nein-Stimmen sehr in der Waage gehalten. Aha. Wir tun das Resultat mit den genauen Zahlen nicht bekannt geben. Ja, aber es ist es 50-50. Es ist ziemlich ausgeglichen. Jetzt müssen wir nur noch die Verfassung ändern, die Zweidrittelsmehrheit kippen und dann wäre alles in Butter.
Ich glaube nicht, dass man jetzt einfach im Nachhinein die Statuten ändern kann. Wir haben noch andere Quoren. Also zum Beispiel für eine Aufnahme in Verband braucht es sogar 4/5. Wir haben im Moment keine Veranlassung, die Spielregeln zu ändern, sondern der Entscheid ist jetzt einfach so zustande gekommen. Ist das für Sie jetzt ein Erfolg, wenn Sie hören, das hören wir heute Abend zum ersten Mal, es ist fast Ausgleich, also rund 50%. Ja, wissen Sie, ich bin ja während dem letzten Jahr etwa nach 20 Orten gewesen und habe Gesellschaft zu Frau Münster präsentiert. Und wir haben einen sehr guten Dialog geführt. Und darum habe ich eigentlich gedacht, wir hätten es geschafft. Und die eine Hälfte, die ja sagt, die kommt heute noch auf der Straße auf mich zu und sagt, ich schäme mich, dass das jetzt nicht gelingt und wieso könnt ihr nicht mitmachen und bleiben also, doch dabei. Also sagen ja. Ihnen, Sie schämen sich ja. Für Ihre Kollegen? Ja, und meine These war zwar immer, gewesen, wenn es 3'000 Zünfte sind, sind ein bisschen mehr, dann sind 1'000 dagegen, 1'000 schwiegende Mehrheit und 1'000 dafür. Und mit diesen 1'000 schwiegenden Mehrheit sind ja nicht alle abstimmen, haben wir es eben vielleicht verloren. Und die Gegner, die haben mobilisiert. Also das ist aber meine These, so genau weiss ich das nicht. Was sagen Sie zu dieser Argumentation? Also ich weiss nicht, ob die These wirklich stimmt. Selbstverständlich weiss ich auch nicht, wer in den einzelnen Zünften wie abgestimmt hat. Natürlich sind die Resultate bekannt, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass da nur die sind, die abstimmen, die dagegen gewesen sind, sonst wäre wahrscheinlich das Resultat anders herausgekommen. Und vielleicht etwas, was ich doch noch sagen will, es geht wahrscheinlich letztlich nicht gegen die Frauen, sondern der 6-Leute-Umzug ist ganz klar ein Fest, wo die Frauen in verschiedenen Formen dabei sind. Also wir haben Töchter, die mitlaufen, wir haben mehr, ja. Mehr weibliche Gäste, aber wo wir wahrscheinlich bei den bei einem grossen Teil der Zäufter noch ein gewisses Problem hat, dass die Gesellschaft zu Frau Münster versucht, in die Männerdomäne 6-Leute einzudrängen. Ich glaube, das ist Also, ich höre das Argument natürlich auch, wir wollen ja den Männern überhaupt nichts wegnehmen, sondern die Gesellschaft bestand... Ja, Domäne, die wollen unter sich sein. Aber die Gesellschaft besteht ja oft Männer und Frauen und mittlerweile aus gleichberechtigten Männern und Frauen. Und dann gehören doch Frauen auch mit an den Umzug und an das Fest. Vor allem halt, weil es wirklich falsch ist, zu sagen, es ist immer so gewesen. Es war früher ein Familienfest gewesen, es hat ein Märzenfeuer gegeben, es hat kleinere Umzüge gegeben. Es ist nicht so, dass 6 Leute, wie es heute ist, eine alte Tradition ist. Also von dem her kann sich's ruhig wandeln. Also. Meine Damen und Herren, sind Sie für den Wandel, sagen Sie, die Frauen müssen teilnehmen, offiziellen Umzug oder haben Sie die Argumentation von Herrn Guggisberg eigentlich lieber und sagen, nein, das ist ein Fest, beziehungsweise natürlich von den Zäuften von Zürich, das ist ein Fest für die Männer, das ist halt ein Männerbastion. Rufen Sie uns an, unsere Telefon sind geschaltet, 0848 88 24 24. Ja, Frau Zwiebel, sind Sie jetzt bereit, wieder am Katzentisch anzusitzen? Wieder eine halbe Stunde vor dem ganzen Umzug durch die Strasse von Zürich zu laufen, 3 Nägel von einem Securitas-Mann entgegenzunehmen und sonst ist dort ein Stille? Oder sagen Sie, wir kämpfen? Nein, das sind wir nicht bereit. Katzentisch machen wir nicht mehr. Aber ich denke, wir müssen mit den Zünften reden, ja, wir müssen etwas finden. Wie reden Sie 20 Jahre? Haben Sie vollkommen recht. Nein, das sind wir nicht mehr bereit. Also reden schon. Was ist aber die Alternative? Das machen wir gar nicht mehr. Doch, wir nehmen Teil am Umzug und ich denke, es wird darum gehen, wie man die halbe Stunde gestaltet, wo wir jetzt vorauslaufen. Und ich glaube, da gibt es sicher Gesprächsbereitschaft. Das heisst ein bisschen Unterwanderung. Wir sind ja zwei. Ihr lauft so langsam, dass es von Ihnen aufschliessen, nein, nein. Oder? Nein, wir sind ja zwei selbstständige Vereine. Die Gesellschaft zur Frau Münster ist ja eigentlich nicht eine Zunft, sondern eine Gesellschaft. Ja. Aber wir sind Verein und Zunft sind auch Verein, auch der ZZZ. Und wir sind gleichberechtigt, eine Eingabe zu machen an die Stadt. Und die Stadt ist dann die Antragsbehörde, die dann bewilligt. Und ich glaube, über das müssen wir miteinander reden. Also ich schlage bereit. Sicher nicht die Türen zu für Gespräche, aber es ist jetzt schon langsam ein bisschen genug. Man kann es nicht mehr 20 Jahre aussitzen. Gut, Sie sind also bereit, wenn ich Sie richtig verstanden, einen Antrag stellen an die Stadt, Bewilligung 16 Leute und sagen, wenn das im öffentlichen Raum ist, dann haben Männer und Frauen das gleiche Recht. Ja, denke ich schon. Uiuiui, da droht ein bisschen eine Gefahr. Das ist eine ganz neue Argumentation, Herr Guggisberg. Nein, das macht uns eigentlich nicht gross Angst, weil nicht. Die Argumentation ist nicht neu. Sondern bisher schon hat es für die beiden Umzüge
eine Bewilligung gebraucht. Und es war auch bisher schon so, dass die Bewilligung eigentlich gemeinsam eingereicht wurde. Also mit anderen Worten, man hat im Vorgang immer miteinander geredet, man hat das miteinander organisiert. Und vielleicht ein Punkt, der doch noch wichtig ist, bis, würde ich sagen, so vor 7, 8 Jahren,